Weiter geht's mit den Unboxings von Disney Infinity Figuren. Jetzt gibt es den Loki, den ich mir gestern gerade mal für 4,99, also für circa 5 Euro, gekauft habe. Ja, Loki gehört zu den Avengers, gehört da in dieses Playset mit dazu und ist eine weitere Figur in meiner Marvel-Sammlung. Ich habe nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Mit ihm sind es 12 Marvel-Figuren, die ich jetzt schon habe, und mir ist gar nicht aufgefallen, was für eine große Elite-Einheit ich da eigentlich habe. Und ja, jetzt packen wir diese Figur mal aus, ich zeige euch die mal genauer und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Oh, okay, ist der erste, bei dem ich es mal so hinbekommen habe. So. So, hier haben wir die Karte. Wunderbar. Und hier ist die Figur. Was mich ein bisschen verwirrt, ist an dieser Hose diese merkwürdigen blauen Flecken. Ich weiß nicht, ob das dazu gehört, ob das normal ist. Oder ist das einfach nur alles komplett Staub? So fühlt sich nämlich gerade an. Also ich fasse da drüber und die Farbe geht hier auf jeden Fall irgendwie so ganz, ganz merkwürdig weg. Das riecht aber nicht komisch. Ja, Loki. Ziemlich, ziemlich cool. Ein wirklich, wirklich cooler Charakter. Er ist ja der Schurke von den Avengers und ist ja auch der Bruder von Thor, den ich leider noch nicht gekauft habe. Entschuldigung für diese komische Unterbrechung. Und ja, Freunde, das war's gewesen für dieses Unboxing mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und bis gleich.